Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind unterwegs für einen Auftrag mit unserem John Deere und ernten Sorghumhirse und sind sozusagen hier auf den letzten Bahnen. Jupp. Ich glaube, Feld Nummer 10 war das. Und wenn wir mit diesem Feld fertig sind, gibt es wieder ein paar Euro extra, mit denen ich heute nochmal losgehen will und beim Tierhandel ein paar Schweinchen einkaufen. Denn wir müssen gucken, dass wir den Stall ein bisschen voll kriegen, damit auch wirklich dann der Nachwuchs kommt. Jo, so, da oben noch eine Bahn, dann eine Bahn runter und dann haben wir das. Und dann gibt es wieder ein paar Euro für die Kasse. So, ansonsten hatten wir ja in der letzten Folge ja auch ein Feld abgeerntet und ich glaube mit Weizen, das habe ich mittlerweile auch wieder frisch angesät und soweit auch fertig gemacht. Also da sind wir schon wieder durch und dann haben wir noch zwei andere Felder, aber da fahren wir dann gleich hin, wenn wir hier mit dieser Ernte, mit diesem Auftrag fertig sind, weil da haben wir nämlich dann noch ein Rapsfeld zu ernten und die Felder, die da nebendran sind, da erzähle ich euch dann später, was wir mit diesen machen wollen. Weil wir müssen ein bisschen perspektivisch denken, denn wir brauchen Futter für unsere Tiere, vor allem für unsere Schweine. Und was uns da definitiv fehlt, ist entweder Zuckerrüben oder Kartoffeln. Also werden wir diese Feldfrüchte auf jeden Fall ansehen, aber nicht mehr dieses Jahr, sondern da ist die Zeit zum Aussehen März, April. Da sind wir schon drüber, denn wir sind im August. So, 48%, dann schauen wir mal, ob das gerade so reicht. Auf jeden Fall jetzt bei diesem Auftrag, ich schicke jetzt mal den Helfer los, da hilft auf jeden Fall hier dieses wunderschöne Anhängerteil, dieser Trailer, der TARDIS XL, der ein bisschen modifiziert ist und da passt ja jede Menge rein. Das ist natürlich super für solche Geschichten wie zum Beispiel diese hier. Ich habe mir auch überlegt, es bietet sich natürlich auch an, mit diesem Anhänger zum Beispiel zu häckseln. Ne? Wir hängen das hinten dran an den Häcksler. Dann kann der Helfer hier fröhlich fromm seine Bahnen fahren, weil es passen ja 200.000 Liter hier rein in diesen Anhänger. Und ja, das könnte man dann mit dem Helfer gut abfahren. Ansonsten würde ich es ja sonst mit zwei Helfern machen, die man dann halt zum Silo schickt. Okay, wir werden hier schon mal ein bisschen abtanken, damit es dann unten ein bisschen schneller geht. So, weil dann können wir anschließend ihn hier zur Getreidemühle, ist glaube ich der Auftrag. Aber ich wollte eigentlich damit auch noch beim Hof vorbeifahren, weil da können wir ein bisschen was davon auf jeden Fall noch in zu unseren Schweinchen reinwerfen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja jede Menge, ja, ich glaube Gerste wird demnächst bei uns auch noch geerntet. Ja, also eigentlich haben wir ja genügend Material, könnten wir den auch direkt dann zum Verkaufen schicken, sodass wir dann den Auftrag auch komplett abschließen können. Und dann werden wir nämlich mit unserem John Deere, den werden wir einpacken und dann fahren wir damit nämlich zu unserem Rapsfeld, was noch geerntet werden muss. So, ihn können wir eigentlich jetzt erstmal hier laufen lassen. Und hier haben wir unseren Fendt. Damit fahren wir jetzt einfach mal zum Händler unseres Vertrauens, nämlich zum Viehhändler. Und werden schon mal anfangen, hier Schweinchen einzukaufen. So, und auf diesem Feld hier muss ich jetzt gerade mal schauen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Und stopp. Kurz mal aussteigen. Was haben wir hier? Raps. Raps haben wir hier angesät. Gut. So, haben wir auch gewalzt. Wir haben das Ganze auch gekalkt, gedüngt. Und da müssen wir dann demnächst noch das Unkraut bekämpfen. So, reden wir ein bisschen über die Perspektiven. Ziel sollte es auch sein, dass wir vielleicht nächstes Jahr entweder dieses Feld hier links noch kaufen können, weil dann könnten wir nämlich hier auch ein bisschen mit unserer Farm expandieren, weil früher oder später wollen wir uns ja auch ein paar Produktionen, auch wenn es jetzt auf dieser Map ja einige Produktionen mehr gibt, eine Molkerei und eine Bäckerei zum Beispiel, müssten wir uns auch Gedanken machen, wo wir eventuell dann weitere Produktionen dann eben ansiedeln. Und dann wäre das natürlich hier auf diesem Feld gar nicht mal so verkehrt, dass wir da ein bisschen was nutzen. So, Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Okay, okay, okay. Aber wir bringen erstmal den Fendt hier noch zum Viehhändler. Hier geht's rein. Okay, dann über die Waage. Also viel zu wägen gibt es nicht. Vor allen Dingen nichts abzuwägen.
So. Dann werden wir den jetzt erstmal hier in Warteposition bringen. Motor aus. Und wir springen, okay, zu dem Kollegen. So, was Interessantes gab es, glaube ich, nicht beim Gebrauchtwarenhändler. Also, das heißt, wir können mit unserem Geld, was wir jetzt verdienen, tatsächlich ein paar Tierchen kaufen. Brauchen wir gar nicht so viel ansparen. Zack, zack, zack. So, 3700 sind noch drin. Ach ja, der Schneidwerkswagen, der ist ja auf der ganz anderen Seite hier. Okay, dann klappen wir erstmal hier zu. Und schicken den jetzt erstmal los. So, wo müssen wir denn nochmal hin? Getreidemühle 98%. Ja, gut, da passt ja fast alles rein. Dann haben wir es gleich. Job erstellen, Getreidemühle. Und wo soll er dann anschließend hinfahren? Genau, hier müssen wir hin. Dieses Feld hier, das werden wir jetzt abernten. Also können wir im Prinzip, lass mich mal kurz überlegen. Ja, wir werden von da ranfahren. Dann soll er doch einfach hierher fahren. Oder? Das müsste doch klappen. So, er setzt sich in Bewegung. Sehr gut. Ups, so, dann wollen wir hier mit ihm den Kollegen jetzt erstmal einpacken. Naja, also viel kann man nicht sehen. So schön es auch ist, vor allen Dingen sieht man, dass es schön dreckig ist hier. Aber wir haben ja auch ein bisschen was geschafft. Jo, also der Helfer macht das. Das passt. Wir düsen hier direkt übers Feld. So, was mich interessieren würde, ist ja zurzeit in Köln die Gamescom, wenn ich mich nicht irre, Watson. Und wer war denn bei euch oder von euch denn vor Ort? Wer war auf der Messe? Wer war auf dem Giants-Stand und hat sich den Trecker angeguckt? Ich glaube, ein John Deere steht dort. R8 oder sowas habe ich gehört. Würde mich mal interessieren, wie da eure Erfahrungen, wie eure Erlebnisse dort waren. War bestimmt spannend. Ich würde auch gerne wieder hinfahren, aber klappt dieses Wochenende leider nicht. Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich auf der Gamescom war, war es noch in Leipzig. Ja. Also, wie gesagt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr vor Ort wart. Wie war denn Giants aufgestellt? Was gab es Interessantes Neues? Außer natürlich, ja, zum Beispiel das neue DLC mit den, wie heißen die Gerätchen? Wie heißt der Hersteller? Oxbow. Von Oxbow soll jetzt erstmal was kommen. Im September. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ei, ei. Nee, da wird jetzt, glaube ich, Stress haben. Oh, er fährt außen rum. Oh, er fährt außen rum. Naja, er fährt halt hier durch den Teich, beziehungsweise den Bach. Aber das kriegt er hin. Okay, sehr schön. So. Dann schmeißen wir hier mal das Schneidwerk drauf. Sehr gut. Ja, da fährt er. Jo, ein DLC steht als nächstes an von Oxbow. Da ist zum Beispiel dann ein Multifunktionsernter für die Traubenwirtschaft. Ein Traubenvollernter ist da dabei. Und dann ein Selbstfahrer für die Gülle- und Mistausbringung. Ein Dreirad, das aber sehr, sehr interessant zu sein scheint. Und es gibt dann wohl dann auch verschiedene Bandschwader in diesem Paket. Maximale Breite 12 Meter Bandschwader. Also, schreibt mir doch auch da mal rein, wie ihr oder was ihr von diesem DLC haltet. Werdet ihr euch das kaufen? Werdet ihr euch das besorgen? Habt ihr das Season Pass? Habt ihr den und habt das dann dort drin? Fände ich ganz interessant. So, wir fahren hier durch. Neubartelshagen. Denn das ist die Map, die wir hier spielen auf Big Farm. Und da vorne an der Kreuzung, wo jetzt gerade unser Abfahrer rechts abgebogen ist, fahren wir geradeaus zu unserem Feld und bereiten alles vor, um Raps zu ernten. Ach, hätten wir... Ja, wir hätten eigentlich die Blinker anmachen müssen, ne?
Blink, 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 blink. Ja, zum Glück gibt es hier im Dorf wenig Verkehr. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, können wir immer schön mittig hier fahren. So, dann hier rechts rum und dann auf unser Feld, auf unseren neuen Weg hier. Und die zwei Felder hier, die haben wir ja abgeerntet das letzte Mal. Und auf diesem kleineren Feld hier links, dieses dreieckige Feld, da plane ich Kartoffeln drauf zu machen. Da schauen wir mal, dass wir uns die Geräte leihen und dann vielleicht noch ein Kartoffellager installieren. Und dann werden wir uns vor allen Dingen jede Menge Kartoffeln für unsere Schweinchen in Reserve halten. So, zack. Dann klappen wir mal wieder auf und stellen Erntebereitschaft her. Ups, da müssen wir drauf. Okay. So, ne? Also dieses Feld müssen wir demnächst aufbereiten. Wobei, ja, wie gesagt, also da gibt es eigentlich nicht viele Optionen. Wenn wir reinschauen, können wir da eigentlich jetzt Raps auch ansehen wieder, aber das haben wir ja eigentlich schon. Und Weizen oder Gerste, überlege ich mir. Auf jeden Fall hier unten Kartoffelzucker rüben, erst im März oder April. Also da tut sich nichts. Und deswegen werden wir hier dieses Feld auch, denke ich, nur mal grob aufbereiten und auf jeden Fall mal düngen. Wie sieht es denn mit dem pH-Wert aus? Okay, ich glaube, da müssen wir was tun. Aber das Feld hier, das soll dann unser Kartoffelfeld werden. Das bietet sich an. Und hier müssen wir auch auf jeden Fall kalken. Okay, so. Dann können wir hier schon mal zurücksetzen und beginnen jetzt hier nochmal mit der Ernte von unserem Raps. So, Lohndienstleistung abgeschlossen. 11.000, 12.000 haben wir noch eingenommen. Das ist sehr gut. Da können wir uns einige Schweinchen auf jeden Fall leisten. So, immer bereit sein für ein Thumbnail. Stopp. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich hier zu weit reinfahre. Wir wollen ja hier sauber abernten. So, das sollte ja dann passen, dass wenn der dann da oben ankommt, steht unser Abfahrer dann schon bereit und wir können den dann hier gleich, wenn wir um die Kurve fahren, unseren Johnny mit dem Helfer losschicken und mit dem Fendt schon mal ein paar Schweinchen einkaufen. Aber zuerst noch den Auftrag abschließen, weil da gibt es ja auch noch ein bisschen Geld. Ja, ich gucke immer so mal ein bisschen hoch, ob der Abfahrer schon da ist. So. Und den Helfer. Da kommt er, da kommt er, der Abfahrer. Sehr gut, sehr schön. Wir schauen mal ganz kurz rein. So, das war der Auftrag. 28.000, Feld Nummer 10, den können wir abschließen. Supi. So, und dann wollte ich ja nochmal hier schnell reinschauen. Gebraucht? Nee, da war nichts. Nur dieser Transporter, den wir, glaube ich, im Moment nicht benötigen. Okay, so, wir gehen mal zu unserem Fendt. Und dann müssen wir da rückwärts rein. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Yep, okay. Unsere Tiere, was haben wir denn hier? Wir haben 9 Monate, 7 Monate, 10 und die haben wir ja letztens gekauft.
Ich glaube, wir werden uns ein paar, ich sag mal, ältere Tiere holen. Achso, was haben wir denn? Wir haben die Gefleckten, oder? Ja. Okay. So. Dann werden wir uns ein paar, achso, 6 Monate. 0 Monate. Das waren ja sogar die. Die haben wir ja schon gekauft. Okay. Also davon auswählen. 8 Stück mehr geht nicht, ne? Genau. Okay, kaufen. Ja, yep. Bingo. Und da sind sie. Und damit fahren wir jetzt erstmal zum Hof. Und das werden wir auf jeden Fall heute noch 3-4 Mal machen, weil wir brauchen unbedingt Tierchen. So, in der Zwischenzeit, deswegen habt ihr es vielleicht schon gesehen, stand der Teleskoplader. Dann schicken wir den Helfer hier los. Der Teleskoplader, der stand ja im Schweinestall. Ja, weil der Drescher ist gleich da. So, und dann schauen wir mal, ob der es hier packt. Jupp. Ja, wo fährt er? Okay. Der Teleskoplader, der stand nämlich im Schweinestall. Und da haben wir nämlich schon mal ein bisschen mit Schweinefutter gearbeitet. Das überlege ich gerade. Ja, wir machen hier noch 2 Vorgewände. Dann können wir auf jeden Fall hier in Ruhe mal abtanken. Naja, ich glaube nicht, oder? Schauen wir mal. Nicht, dass wir hier in die Frucht fahren. Wir haben ja Fruchtzerstörung eingeschaltet. Aber ich glaube, das müsste sich ausgehen, oder? Ja, doch. So, Raps können wir natürlich auch gebrauchen für unsere Schweinchen. Soja und Raps sind die Proteine. Ein bisschen wieder raus. So, okay. Der ist jetzt erstmal abgetankt. So, hier seht ihr es. Jupp, da habe ich nämlich 2 Säcke Futter reingeworfen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Achso, wir müssen da rein, um die Tiere abzuladen. Okay. Das passt soweit. Ups. So, ist er schon da? Nein, ist noch nicht da. Gut, da kommen dann die Tiere rein. Okay. Wir schauen nochmal. Jo, Basisfutter, 11.000, ja gut. Also Wurzelfrüchte, die brauchen wir definitiv und die werden wir halt letztendlich immer über das Tierfutter, über das Schweinefutter einkaufen, solange bis wir dann halt selbst genügend haben. Vielleicht haben wir auch mal Glück, ich muss gerade mal schauen, ich habe noch gar nicht nachgesehen. Haben wir denn vielleicht irgend, doch, da haben wir doch jede Menge, ach nee, Feld 2 möchte ich eigentlich nicht machen. So, schauen wir mal, Kartoffeln. Haben wir leider nicht, gell? Nein. Zuckerrüben haben wir nur dieses eine Feld. Eieieiei. Nee, also Feld Nummer 2, Zuckerrüben, Auftrag oder so. Wenn das kommt, ich weiß nicht. Nee. Auch mit Vollernte, aber das kann ja Tage dauern. Ach du Schande, was hat er denn hier gemacht? Oje, oje. Hä? Ach, der wollte da unten rum? Naja, okay, dann müssen wir es doch von Hand machen. Selbst ist der Farmer und verlässt sich eben nicht auf die KI. Da hat der gewendet und ist natürlich wieder gegen den Baum gefahren. Oje, oje, oje. So, wie gesagt, dieses Feld hier, das ist ja immer hier am Ende, ist es so ein bisschen schräg. Und da könnte man natürlich die Schräge, ja, wegnehmen von diesem Feld. Und dann hier entsprechende, ja, Produktionen oder Ähnliches hier platzieren. Also das ist so ein bisschen perspektivisch die Idee. Das wird mit Sicherheit dieses Jahr nicht klappen. Weil ich glaube, das Feld kostet auch locker 300.000 oder 400.000, wenn ich richtig weiß. Unser Feld hat ja schon fast 1 Millionchen gekostet. So.
dann bringen wir die mal zum Stall. Zu ihren Kollegen. Und rückwärts reingefahren. So, zack. Und die 8 werden jetzt auswählen. In den Stall ausladen. Richtig, zack. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass, Augenblick, wo sind sie hier? Dass wir jetzt natürlich immer 8 Stück haben und alles in ein unterschiedliches Alter. Wenn wir jetzt die nächsten holen mit 6, dann bin ich gespannt, ob das dann nochmal 18 oder ob die dann hier 16 hochzählt. Aber ich denke, da müsste doch dann die 16 hochzählen. Ja, auf jeden Fall wird dann diese Liste immer schön lang, ja, oder länger, je mehr Tiere wir einkaufen. Okay, so, zack. Wir schauen mal, ob er das hinkriegt. Zack. Und der soll einfach mal hier reinfahren. Ich hoffe, dass das der Helfer hinbekommt. So, also das ist die Idee. Feld 4 und dann halt irgendwo hier den Bereich abhaken und den dann als Produktionsfläche nehmen. Was kostet uns das Feld? Ach, 214.000, das würde ja noch gehen. So, also hier kommt er schon mal raus. Nimmt unsere neue Ausfahrt. Das ist gut. Okay, so, was macht er hier? Ja, das machen wir anders. Den schicken wir jetzt hier runter. 45. Jo. So, hier nebendran tut sich auch unser Mais gut. Wie gesagt, das Feld beabsichtige ich zu häckseln und das soll dann in unser Keilsilo, habe ich mir vorgedacht oder vorgestellt. Und das Mais da drüben, den werden wir dann eben ernten zum Verkaufen. So, so. Okay. Das wird jetzt noch ein bisschen gehen. Ich werde, wie gesagt, noch ein paar Schweinchen einkaufen. Ich denke, so 40 Stück oder so. Und das Feld muss natürlich hier geerntet werden. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht in der nächsten Folge dann da drüben die Felder hier alle ein bisschen aufbereiten. Und ich glaube, wir können hier dann drüben auch auf die Grasernte oder in die Grasernte gehen, wenn ich richtig weiß. Aber nichtsdestoweniger soll es das erstmal wieder für heute gewesen sein mit unserem wunderschönen Projekt Big Farm auf Neubartelshagen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und wenn ihr zukünftig natürlich hier mit dabei sein wollt und keine Folge mehr verpassen, ja, dann wisst ihr doch Bescheid. Lasst mir doch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch auf eure Kommentare, auf euer Feedback, auf eure Däumchen. Ich bedanke mich jedenfalls für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hier bei mir, wenn wir Big Farm spielen. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.